willkommen hier in der Remise am Ort, wo die Straßenbahnen schlafen. Aber wir schlafen nicht, ja, Sie auch nicht. Wir haben eine wunderschöne Denk mit Kultur-Folge für Sie. Ein wunderbarer Tag, an dem Sie bei uns bleiben. Da bin ich mir ganz sicher, denn wir haben hochkarätigste Gäste. Wir haben eine Vertreterin der Katzenfreundinnen und einen Vertreter der Hundefreunde. Es wird also ein sehr anregendes Gespräch. Ha, da bin ich mir sicher. Ich persönlich bin voll dabei. Auf was wart man jetzt eigentlich noch? Ha? Auf die! In die 80er Jahre. Da gab es ja den Film, also gab es mehrere Filme, aber auf den ich anspiele mit der Musik, mit den Kollegen, ist natürlich Malaria. Ja. Ein wirklicher Krocher, muss man sagen. Und damals erschien ein junges Bürschlein in diesem Film und hat damit eine österreichische Weltkarriere gestartet. Ab da hat er jeder am Schirm gehabt. Ja. Und das Schöne ist, er ist da, hier und heute. Damen und Herren, klatschen Sie laut und ausführlich für Andi Wittersen! Komm, tanz mit mir! Mir ist so heiß! Oh, komm, tanz mit mir! Die ganze Nacht, Andi, die ganze Nacht! Hallo. Nein, also, die Malaria ganze hast du erwähnt. Das ist ja, das hast du das Lied noch erkannt? Ist das Malaria, noch in der DNA? Ja. So ja? Kurz einmal. Erinnerungen. Ja. Die ganze Nacht. Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn, oder? Ja. Die ganze Nacht getanzt damals. Das war die Zeit, oder? Das hat noch so. Das waren die 80er Jahre. Wird das geheißen, wenn man sich erinnern kann, war man nicht dabei oder so. Ja, also du hast keine Ahnung mehr. Ich weiß es nicht mehr. Du warst mittendrin damals. Ja. Bierchen? Bierchen, bitte. Ja, bitte, ich auch. Bierchen oder Bier? Nein, Bierchen. Bierchen. Aber kann man es ist wirklich klein. Darum klein, aber nein. Ja, genau. Du, in dieser Sendung wird jeder sofort nicht nur mit Getränken verwöhnt, sondern auch mit einem Gegenstand konfrontiert, der dich möglicherweise zu einer Geschichte anleiten soll, die wir gerne von dir hören möchten. Also ich muss ihm nochmal herzeigen, volle Seiten. Okay. Ja, der Nackte. Ich spiele jetzt nicht auf Florenza oder so, sondern mehr... Kann man vorstellen, auf was du anspielst? Ich habe, um Geld zu verdienen, in meiner Studienzeit in Paris, weil ich beim Le Coq war und da diesem Herrn ähnlicher geschaut habe damals als diesem Herrn, habe ich, um Geld zu verdienen, war ich Aktmodell. Also für Bildhauerklassen, für Zeichenklassen, für Cours des Adultes hat das geheißen. Und das waren so wie bei uns Volkshochschule oder so. Ja. Da bist du engagiert worden, damit du dich nackt zeigst. Damit ich mich nackt, damit die Zeichner kennen. Und das Seltsame war, man hat sich hinterm Paravent umziehen müssen, beziehungsweise ausziehen müssen. Das heißt, das hat man nicht sehen dürfen, das Ausziehen. Nackt sein war kein Problem, aber das war offensichtlich obszön, dass man sich auszieht. Das Sexymäßige ist nur immer das Ausziehen und das, nicht das ja, Nacktsein. Ja, offensichtlich. Das Nacktsein ist dann eh schon wurscht, aber das Ausziehen ist es irgendwie. Und beim Andirndeln, wie war das dann? Dann ist man auch wieder hinterher. Dann ist man auch wieder verschwunden und wieder... Obwohl das Anziehen ist ja, glaube ich, das überhaupt das am wenigsten sexieste, oder? Wenn man sich so bückt. Dann ist ja schon vorbei. Dann ist ja schon alles vorbei. Dann ist schon eher die Depression wieder da. Die meisten wissen, du warst... Darf ich einen Schluck nehmen? Ja, unbedingt. Du darfst die ganze Zeit trinken, so viel du willst. Wirklich, wahr? Ja. Schau, du kriegst sogar Trinkmusik. Schön.
du hast schon erzählt, du warst natürlich, das wissen viele, in Frankreich damals. Ja. War dir das damals schon bewusst, wie du Figuren unterm Küchentisch deiner Eltern erfunden hast, weil du so alleine warst als Schlüsselkind? Echt, was du alles weißt? Ja, dass das der Weg wäre? Nein, sowas weiß man nicht, das entsteht irgendwie. Also Kabarettist, ich glaube nicht, dass irgendein Kind den Berufswunsch hat, Kabarettist zu werden. Das entsteht, weil alle anderen Sachen nicht funktionieren, glaube ich. Also man will Schauspieler sein, man will Regisseur sein, man will irgendwas anderes sein oder Schriftsteller und dann wird man Kabarettist. Aber du warst tatsächlich oft alleine, hast du gemeint, als Kind? Und ja, ich war Schlüsselkind. Ich war so richtig, meine Eltern waren beide arbeitstätig. Meine Mutter hat in so einem Selbstbedienungsladen, hat das noch geheißen. Supermarkt heute. Der erste Selbstbedienungsladen, glaube ich, überhaupt im 10. Bezirk. Und mein Vater war Schneider beim Klapper und dann beim Kleiderbauer. Und ich war halt den ganzen Tag zu Hause. Aber dieses Theaterspielen, das war dann doch etwas, was dir klar war, dass das was ist, was da Spaß macht? Naja, das war damals die Zeit, war so, also das war noch vor dem, das war Ende der 70er Jahre. Und da ist so bei uns erst viel später so Woodstock und das alles gekommen. Und war die Suche nach dem eigenen Selbst, wer bin ich und so. Und da war Theater eigentlich gar nicht so angesagt, sondern eher so Workshops und erkenne dich selbst und der ganze Kass. Da warst du überall dabei. War ich überall dabei. Dramatisches Zentrum und fühl dich und, und dich, spür töte dich. Deine Mutter, schlaf mit deinem Vater. Diese Geschichte. Also, das habe ich alles durchmachen müssen, bis ich dann draufgekommen bin, das ist auch nichts. Ja. Und habe dann gesagt, ich habe dann sogar die Aufnahmeprüfung am Mozarteum bestanden in Salzburg, Schauspiel und Regie. Und nach einer Woche bin ich wieder gegangen, weil ich mir gedacht habe, na, da sind lauter kleine Schauspieler schon rumgerannt, der kleine Mephisto, der junge Liebhaber und so. Und ich mir gedacht, na, wer bin ich? Ich muss wissen, wer ich bin. Und dann bin ich zum Le Coq. Das ist eine harte Zeit. Und dann bin ich zum Le Coq gekommen und in Paris, das ist Schauspiel- und Pantomimenschule, und das hat mir gut gefallen. Und der Le Coq hat zu mir gesagt, suche nicht dich selbst, du findest niemanden. Und das war so eine Erleuchtung, wie er das gesagt hat. Da habe ich gesagt, genau, ich brauche nicht mich, das ist eine sinnlose Suche, weil da ist niemand, ja. Du hast da schon was traut, weil du bist ja damals nach Frankreich gegangen, ohne ordentlich Französisch sprechen zu können. Was heißt ordentlich? Ich habe nichts gar gekonnt. Nichts? Nichts. Ich war ganz kurz im Vorfeld, bin ich schon nach Paris und bin in die Alliance Française gegangen, dieser Schule, um Französisch zu lernen. Und bin dort gesessen mit lauter Koreanern, Chinesen und so weiter. Und die haben natürlich auch nicht Französisch kennen. Und dann haben wir gedacht, da lerne ich es nicht. Und da war eine Schwedin dort. Eine Schwedin, die Art, wie du es ankündigst. Ja, und eine Schwedin. Und da haben wir beide gefunden, um dasselbe Geld, was die Schuhe kostet, könnten wir eigentlich zweimal am Tag ins Kino gehen und französische Filme anschauen. weil da lernen wir mehr, als wenn wir den Koreanern und Chinesen beim Vorlesen zuhören, die eh alles falsch sind. Wo wir nichts kapiert. Und dann sind wir aus der Schule raus und sind dann natürlich nicht zweimal ins Kino gegangen, sondern haben dann miteinander ein halbes Jahr Englisch sprechend in Paris verbracht. Was zwar schön war, aber für die französischen Kenntnisse nichts gebracht hat. Du hast ja angeblich dann immer zu deinen Schweizer Schulkollegen gesetzt, ja, damit er dir übersetzen, was geredet wird. Ja, die Schweizer sind ja dreisprachig meistens. Also zumindest kennen sie wirklich gut Französisch und Deutsch. Und dann war ich in der Improvisation, wo der gesagt hat, irgendwas, ein Thema. Ich habe gesagt, was hat der gesagt? Dann bin ich rausgegangen und dann hat der halt gesagt, nee, 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 nee. Und ich habe gesagt, was hat er gesagt? Ja, pst, na, was hat er gesagt? Na, ja, später. Sag ich, na gut oder schlecht? Ja, eh gut. Ja. Also das war halt so. Hast du dir dein Lob abgegeben? Und ich habe dann relativ, aber das ist auf der Straße, dann relativ schnell Französisch gelernt. Wenn man dann, also ich kann mich erinnern, in dem Moment, da ist mir einmal die U-Bahn, die Metro, vor der Nase weggefahren und ich habe mir nicht mehr gedacht, scheiße, sondern mir gedacht, merde. Und dann habe ich gedacht, ah, jetzt ist ich kann Französisch. Ich kann Französisch, schimpfen auf alle Fälle. Ja. Es gibt auch einen Trinkspruch, der dir sehr gefallen hat, weil er an deinen Nachnamen erinnert. Ja, immer wenn mir jemand gefragt hat, Franzose, wie heißt, habe ich gesagt, Witosec. Und sie haben immer gelacht, bis ich draufgekommen bin. Das heißt, Witosec heißt praktisch Ex oder Arschloch oder sowas. Ja? Oder Prost oder Ex. Ja? Vito, schnell ins Trockene. Witosec. Und das haben sie immer gelacht. Aber Witosec, wir wissen alle. Wämisch. Wämisch. Wämischer Name. Die Wurzel eigentlich? Oder du hast, aber Chakra. Ich glaube, das heißt gar nichts. Naja, es heißt gar nichts, ja. Ja. Vielleicht hast ja, das hat einmal jemand aus dem Publikum gesagt, weil da habe ich das in irgendeinem Programm thematisiert und habe gesagt, also Witosec hast, hat einer aus dem Publikum gesagt,
gar nichts. Echt, wirklich? Verdammt, die Beute gekillt. Ja. Und ja, es heißt irgendwie ja Extrakt, Wurzel, irgend sowas. Der Papa ist ja noch original von dort. Der Papa ist aus Prostějov. Prostějov war der Zuschneider und ist dann über Deutschland geflüchtet nach Österreich. Wollte ja weiter dann nach Südamerika dort eine Firma aufbauen. Und wie so oft, die Liebe hat ihn dann hier, meiner Mutter hat ihn dann hier festgehalten. Deine Eltern haben sich dann trotz Liebe, wie es halt oft so ja, ist, ja, wie das so ist, es war doch ein großer Altersunterschied. Die waren 22 Jahre auseinander. Die Mama war jünger. Die Mama war jünger als der Papa. Und irgendwann hat es nicht geklappt. Und ich war dann 15 und dann haben sie sich scheiden lassen. Und zur Überraschung aller Beteiligten, also damals war der Richter relativ fortschrittlich, weil das war noch nicht üblich. Ich war 15, der hat gesagt, ich darf mir aussuchen, bei wem ich bleibe. Und dann habe ich gesagt, dann bleibe ich lieber beim Papa, weil, da habe ich gleich gewusst, da gibt es mehr Freiheiten. Weil da, meine Mutter ist dann in eine neue Familie und ich wollte nicht einen neuen Vater haben und das war mir alles zu kompliziert. Und dann wusste mein Papa und der war so gerührt und in dem Moment waren wir eigentlich Freunde und es war keine Autoritätsgeschichte. Es gab nur eine Regel, wenn ich nach Mitternacht heimkomme, muss ich vorher anrufen, damit er sich keine Sorgen macht. Das war alles. Das nimmt man. Und das nimmt man. Ich sag, du, ich komm später, passt. Obwohl der Papa ja am Anfang nicht so glücklich war, weil du ja quasi seine Schneiderfähigkeiten nach einer gewissen Zeit abgelehnt hast, weil er hat dir ja immer als Kind wunderschöne Anzüge geschneidert. Ja, das was mich wahnsinnig, also ich habe das nicht schätzen können. Ja. Also die anderen sind mit den ersten Jeans herumgerannt, das war ja noch nicht, das ist ja in meiner Zeit, erst wie ich jung war, aufgekommen. Und mein Vater hat mir Maßanzüge gemacht und ich bin als Jugendlicher, das Kind mit Maßanzügen, das will man aber gar nicht. Ja? Und da haben sie gesagt, der kleine Lord, haben sie zu mir gesagt, ja? Ich habe es gehasst. Und dann habe ich mir wahnsinnig, mit meinem ersten Taschengeld bin ich im 10. Bezirk gegangen, am Leibnizplatz war so ein Jeansgeschäft und haben so Blue-Jeans-Hosen, habe ich mir gehabt, Blue-Jeans-Hosen. Und bin damit heimgekommen, das war noch nicht einmal ein Levi, so ein Oldsmuggler, glaube ich, war das. Also schier. Und mein Vater sagt, was hast du denn da? Und ich sage, zeig einmal her. Und er hat die Hose genommen und dachte, jetzt gibt es einen Wickel und so. Und er hat die nur angeschaut, die Hose. Und das war ja damals noch schlechter verarbeitet. Also, was die Naht ist da quer übers Bein gegangen. Und dann hat er nur den Kopf beilt und hat mir die Hosen gegeben. Und das war so, da hat man, also im Nachhinein habe ich gewusst, er hat bemerkt, dass sein Berufsstand irgendwie zu Ende geht. Mhm. Also dieser typische tschechische Schneider, das war wie eine Schweizer Uhr oder sowas, ja, das war was Besonderes. Und einen Anzug hast du ja gehabt, 30 Jahre oder was. Ne? Und der hat richtig gemerkt, das geht zu Ende. Und dann wollte ich später, dann war ich dann wieder in dem Alter, wo ich gesagt habe, Papa, mach mal doch einmal einen Anzug. Und er hat gesagt, na, kauf da an, die Konfektion, das ist schon so gut. Und dann wollte er nicht mehr. Schade. Ja. Beleidigt auf ewig. Ja, und auch, enttäuscht. Enttäuscht. Sehr interessant, weil ich die Geschichte gefunden, dein Papa hatte ja auch schon vorher Familie und du hast Geschwister. Die ich nicht oder kaum kenne. Die du kaum kennst, aber einen Bruder hast du in einer Nacht, wo du nachts... Was alles warst, das ist großartig. Wo du irgendwie nach 12 Uhr heimgekommen bist. Warst du eigentlich Detektiv oder sowas? Ja, deswegen, ich bin Mrs. Columbo, ist mein zweiter Name. Ja. Wo du deinen Bruder auf eine sehr interessante Art und Weise kennengelernt. Ja, ganz witzig, ich bin also wieder mal nach 12 heimgekommen und möchte in mein Bett, und wie ich mit meinem Vater zusammengewohnt habe, gehe in mein Zimmer und in meinem Bett liegt ein Mann. Und zuerst habe ich gedacht, Jesus, nein, jetzt ist mein Vater praktisch draufgekommen, dass es noch anders auch geht. Aber ich dachte, ja, warum nicht, aber da muss ich mich jetzt erstmal dran gewöhnen, ja, dass ich... Und dann geht zu meinem Vater, der sagt, du Papa, in meinem Bett liegt ein fremder Mann. Und er sagt, ja, das ist dein Bruder. Und ich sage, ja, was soll ich machen? Er legt dich dazu. Sag ich, also, kann man nicht, das ist dein Bruder, sei doch nicht so kompliziert. Sag ich, nein, das geht nicht. Ja. Dann ist er aufgestanden, schon mit seiner Fahne, weil die haben gesoffen natürlich. Die haben sie ja ewig nicht gesehen. Wenn der Bruder da ist. Und er hat gesagt, kompliziert. Dann hat er sich umgelegt und ich habe ins Bett von meinem Vater gelegt. Und am nächsten Tag sind wir dann zu dritt gesessen, haben uns mit müden Auges angeschaut und haben versucht zu kommunizieren. Ja, und so habe ich meinen Halbbruder zum ersten Mal und zum letzten Mal gesehen. Den habe ich noch einmal gesehen. Wobei du dann schon ein bisschen neugierig warst, irgendwann gefahren bist in die Heimatgemeinde. Ja, es ist ja nach dem Fall, vorher ist er nicht gegangen, eiserner Vorhang. Und dadurch, dass mein Vater geflüchtet ist, war er so eine Persona non grata. Das heißt, es hat kaum jemand drüber dürfen, nur wenn wirklich wichtige Sachen waren, mit Begräbnis oder so. Und nach dem Fall des eisernen Vorhangs bin ich gleich mal untergetaucht, weil ich gewusst habe,
erstens mein Vater, glaube ich, weiß ich, wie viele Geschwister, die haben sie noch einmal, es kommt eine Lawine von tschechischen Besuch auf mich zu. Ich habe alle die Rollläden runtergelassen, Telefon nicht mehr eingeschaltet, geflüchtet. Nein, weil ich gewusst habe, wenn die alle kommen, ist das Santime ein Jahr bei mir und dann muss ich Gegenbesuch machen und bin ein Jahr dort. Das sind 2 Jahre meines Lebens mit viel Bier, viel Knödel und Kraut und Schweinsbraten. Ich habe gesagt, das überlebe ich nicht. Und dann war ich aber doch neugierig und da gab es ein Tenniskurs praktisch, eine Akademie, die tschechische, wo so ausgebildet gute tschechische Tennisspieler, die sind ja nicht so schlecht, werden dort ausgebildet und die haben so Kurse gemacht. Und das bin ich hingefahren mit einer Gruppe nach Prostějov und wenn man gedacht habe, ich schaue mir das einmal an und schaue mir auch das Grab meiner Großeltern an. Und lustigerweise, es war bei dem Tenniskurs war der Ostbahnkurti dabei. War sehr lustig, weil der Ostbahnkurti dann irgendwann einmal nicht mehr Tennis gespielt hat, sondern aber so Reisen organisiert hat und sich eingelesen hat und dann die Reiseführer gespielt hat. Und wir sind nach Olmütz gefahren zum Beispiel und er hat ganz genau gewusst, welche... Olmütz. Ja. Da ist die Stadtmauer, da ist das Lokal und so sind wir schon reingegangen. Und Prostějov habe ich dann praktisch unter dem Deckmantel, obwohl die an der Grenze hat schon gesagt, Witasek sind sie irgendwie, haben sie tschechische Wurzeln gesagt, nein, auch gut. Und dann habe ich das Grab meiner Großeltern gesucht, Petschrich und Anastasia, glaube ich, heißt die Großmutter, die ich nie gesehen habe und auch nicht gewusst habe, wie die ausschauen. Und komme zu dem Grab, also habe das dann gefunden nach längerem Suchen und Fragen und dann stehe vor dem Grab und sehe in diesem komischen, in so einem Foto, was ist so ein ovales, so ein vergilbtes, ovales Foto, meinen Großvater Petschrich mit so einem Stehkragel. Und es war so spooky. Der hat ausgeschaut wie ich. Das war so arg, weil wie wenn ich, wie so eine Reise 100 Jahre zurück und wie wenn ich mit so einem Stehkragel, also ja, bin ich so dann gleich auf ein Bier gegangen, dort angrenzend, ja. Aber das war mein Ausflug. Und ein Schweinsboden. Ja, und ein Schweinsboden. Prost, ja. Die 80er Jahre, wir haben die ja mit Malaria begrüßt. Ja? Ja. Also du warst quasi, ja, ich werde jetzt Schauspieler, Salzburg ist Fahrt, Wien ist zwar auch Fahrt, aber da spiele ich irgendwie, da geht was weiter. Naja, vor allem zurückkommen, wie zurückgekommen. Vorher war ja Wien, war ja furchtbar. Wie alle, die in der Zeit gelebt haben, wissen, Ende der 70er Jahre, Wien war gerade Arena, 76 Arena, da hat es angefangen. Aber vorher war das eine, wie man sagt, um 10 Uhr die Gehsteige hochgeklappt, Ende. Und dann begann so eine Subkultur, Ammerlinghaus, Kulisse. Schon ein Ort, der kabarettmäßig für die auch total wichtig war. Das war die Geburtsstätte des neuen Wiener Kabarets eigentlich. Dann ist erst Spektakel, Wien der Bonner, mit die alle Kassen haben kommen. Also in der Kulisse sind alle groß geworden, vom Lukas über den Erwin und wie. Und da dürfte so eine Reihe geben, haben wir das verstanden habe, wo Kabarettisten spielen. Was du alles weißt, ich bin begeistert. Ja. Kabarettisten spielen Nummern von anderen. Ja, ja. Das finde ich eine super Idee. Eine Kann super man das Idee. Nicht bitte wieder machen? Das ja, hat mir sehr gut gefallen. Außer man macht so wie ich, das war nicht so gut. Ja. Weil alle haben dann schon zu spät geschaut, welche Nummern und so. Und dann, wer noch überbleibt. Wer da überbleibt. Und die Händler ruft mir an und sagt, du, wir sollen da so spielen und alle anderen haben schon was. Jetzt haben wir zwei, ich würde gerne dein Todpuppel spielen, ja, den Sippe-Sappe. Sage ich, ja, gern, kannst du machen, ich borg dann und spielst. Sage ich, aber was soll ich dann spielen? Ja, weil du bist, ne? Sagt sie, naja, weiß ich nicht. Sage ich, ich spiele da diese Piepshow-Nummer von dir mit diesem engen rosa Kleidl mit den Stöckelschuhen und mit einer Perücke. Sagt sie, ja, super Idee, ne? Schickt mir den Text und so weiter. Gut, ich lerne den Text, checkt mir so ein Kostüm. Haben wir dann extra von einem Freund, der hat das gewusst, was es gibt, so Stöckelschuhe für Transvestiten, also Übergrößen, gibt es am Gürtel Stöckelschuhe in 44. Ja. Und haben wir das gekauft und bin aber als Letzter drankommen. Also. Und habe die ganze Zeit, weil ich natürlich nervös war, enge Perücke auf dieses Kleid, die Stöckelschuhe, Netzstrümpfe habe ich gehabt, weiß ich noch. Und habe eine nach, damals habe ich noch geraucht, jetzt rauche ich nicht mehr, habe eine nach der anderen geraucht und habe Bier getrunken. Ja. Und dann bin ich dann auf die Bühne, Nummer ist eh super gelaufen. Schon beim Verbeugen hat der Thüringer zu mir gesagt, du schaust aber echt scheiße. Ja? Und beim Verbeugen ist mir schon der Schweiß so runtergeronnen, also so tropft. Ja? Und er hat gesagt, du schaust scheiße. Und ich sage, ja, mir geht's schlecht. Ja?
Und bin dann hat es mich runtergehauen und dann bin ich aufgewacht, bin gelegen am Boden mit Netzstrümpfen und über mir sind die von der ersten Hilfe, die Sanität. Und ich habe gesagt, ja, Herr Wiedersek, wie sind Sie beinahe? Das Kostüm auch sehr gut. Ja, Kostüm gut gepasst. Ja, musstest du dich erklären? Nein. Nein, das ist, glaube ich, dann schnell geklärt worden, warum ich, sie helfen ja. schon, aber sie sagen nicht, weiß nicht. Ja. Was singst du mit uns? Melancholie. Melancholie im September. Vom Mandy und dem Bambi. Ist das so ein Disco-Schlapfen? Nein, ich hab mir was schon überlegt und mir dachte, ich möchte so was bisschen, dass auch so eine Erinnerung wieder wach wird. Und das habe ich als Single gehabt. Es war ein Sommertraum, war die eine Seite um Melancholie im September, war die andere also Seite... Jahreszeiten. Ja, also genau, immer so. Und ich denke mir, es passt vielleicht auch jetzt wieder in die Zeit, wo man sagen, es ist etwas, wo man nach innen gehen und schauen, wo stehen wir, wohin gehen wir, woher kommen wir. Und verdrücken und eine Träne ab Eine und kleine an. Träne noch. Ja, wir werden es darbieten, ich freue mich sehr. Ich versuche es. Ja. Damen und Herren, klatschen Sie ausführlich Andreas Wiedersek. Das ist alles, was mir blieb von dir. Die Melodie im September. Jemanden, der selbige uns bringt, erklärt.
erklärt, ja, sagt, was los ist. Politiker-Interviews von damals, was man sich heute gar nicht mehr traut, hat sie auch geführt. Also quasi eine Journalistin mit allen Wassern gewaschen. Und nun endlich hier auf ORF3 und nicht nur dort, sondern hier in der Remise. Ich freue mich sehr. Damit und Herren, einen großen Applaus für Ingrid Thurnherr! Kann man das hochrechnen irgendwie? Ihr habt sehr so viel Hochrechner, die sind gerne Hochrechner kennen. Ja, man müsste aber zurückrechnen, ja. Und das ist schwierig. Und ich glaube, ich könnte ehrlich gesagt im Moment nicht mal die von den letzten 6 Wochen zurückrechnen. Ja, es ist ja immer viel zu tun. Es ist ja so eine arge Zeit, deshalb stärke dich bitte. Dankeschön. Mit einem Getränk deiner Wahl. Ich habe es vorbereitet, ich weiß ja das immer gleich. Ich durch da gleich nach. Schaut gut aus. Ich habe mich nicht getraut zu fragen. Nein, keine Angst. Wir werden sofort deinen Gegenstand präsentieren. Gegenstand? Welche Geschichte könnten wir mit diesem Marzipan herstellen? Ich hasse Marzipan, das ist ganz grauenhaft. Ja, und du hast aber trotzdem, obwohl du Marzipan hast, bist du damit eine Zeit lang überschüttet worden? Du hast jemanden... Was? Ja, ja, siehst du, sie weiß Dinge, die weißt du gar nicht mehr. Das stimmt, ja. Ja. Ich hatte mal einen Verehrer, also Fan, muss man sagen. Fan? Den, du kanntest den nicht? Nein. Ja. Der hat mich, nicht so dramatisch, der hat mich wirklich über Jahrzehnte begleitet. Ich habe ihn beim Älterwerden zuschauen können, hat mir regelmäßig Fotos von sich geschickt. Er hat mir auch abgelaufene Dokumente von sich geschickt und ich habe eine Zeit lang schon, war das schon unangenehm. Und er hat mir Marzipanherzen geschenkt, er hat mir Unterwäsche geschickt. Ja. Passiert das öfters? Also quasi, weil du ja so eine Person, bei dir stimmt ja wirklich Person des öffentlichen Lebens. Also wenn jemand täglich über Jahre aus dem Fernseher rausschaut, dann glauben alle Leute, ja, die kenne ich. Und hat man dann eher Schwierigkeiten, sich da abzugrenzen? Oder passiert das öfters, dass da ihm Leute so nahe sind? Oder? Das schon, aber ich habe das Gefühl, auch nach so einigen Jahrzehnten, gewöhnt man sich auch aneinander. Also die Leute haben sich irgendwie an mich gewöhnt, glaube ich, und jetzt ist schon normal, dass ich da bin. Man hört es bei dir überhaupt nicht, weil du ja sehr früh nach Wien gekommen bist, aber du bist eine Vorarlbergerin. Stimmt. Ja, also in Vorarlberg... Wirklich? Nicht? Nein, merkt man gar nichts. Ja. Ja. Bludenz, wenn du jetzt in Vorarlberg bist, gibt es da noch so einen Vorarlberger Rest? Also ich war schon sehr, sehr lange nicht mehr in Vorarlberg, seit meine beiden Großmütter verstorben sind, eigentlich nicht mehr. Aber natürlich, ich habe 3 Schwestern und meine Eltern, Gott sei Dank. Und in der Familie sprechen wir nur im Dialekt. Und das Interessante ist aber, ich kann mit niemand anderem im Dialekt sprechen. Also meine beste Freundin ist auch Vorarlbergerin. Und ich ertappe mich dabei, dass wenn wir alle zusammen sind, sie, meine Schwestern, spreche ich mit ihr Hochdeutsch und mit meinen Schwestern spreche ich im Dialekt. Und sie sagt immer, du bist verrückt, das gibt's doch nicht. Und es ist aber, aber es ist ja Familiensprache dann, ja, genau. Offensichtlich für dich. Wenn es familiär quasi wird, dann wird es familiärer Geheimcode, genau. Ja. 4 Mädels. Mhm. Wahnsinn, oder? Ja. Wie war das so? Cool. Also ich stelle mir das echt arg vor. 4 Girls ist schon... Ja. Habt ihr euch das so aufteilt? Die Prinzessin, die Wüderhen, die oder? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob jeder von uns eine Rollenzuteilung hat. Ich weiß ganz genau, dass es bei mir immer geheißen hat, du bist die Älteste, du musst ein Vorbild sein und vernünftig sein und sowas. Das geht eine Zeit lang gut und eine Zeit lang, glaube ich, muss man auch ausbrechen aus so einer Rolle. Und dann gibt es natürlich, ja, ich weiß nicht, also das Nesthäkchen, meine jüngste Schwester, klar, die war halt immer zum Knuddeln und sie ist eigentlich die Genialste und alle meine Schwestern sind eigentlich die Genialsten. Das ist einmal eh klar. Ihr habt euch so lieb. Ja. Das finde ich super, ja, oder? Das ist, ich finde das selten, wirklich. Ja. Dass 4 Mädels dann so miteinander kennen. Wir sind ja auch mehr oder weniger gleich alt alle. Okay. Es geht, ja, also meine jüngste Schwester ist 5 Jahre jünger als ich. Oh, dann doch, ja, Wahnsinn. Wusch. Warum war es dann nach Wien? Also warum seid ihr entwurzelt worden? Ja, das war, mein Vater hat sich beruflich weiterentwickelt und hat in Wien eine
sehr ja, gute berufliche Möglichkeit damals bekommen. Und er war dann eigentlich immer selbstständig. War das dieser Wintergarten? Damals noch nicht, aber es hat sich dann dorthin entwickelt. Und wir Kinder sind eigentlich alle in der Firma von Papa aufgewachsen. Das heißt, ihr habt alles arbeiten können, dort ist jetzt eingeteilt worden für jeden Arbeitsschritt. Es war großartig, wir haben eine Zeit lang auch eine Kunstgalerie gehabt in der Innenstadt und wir haben Wochenenden damit verbracht, zum Beispiel 5000 Einladungen zu falten, dann die Kuverts mit so einer Adressiermaschine durchzurollen, zu adressieren. Ja, genau. Da, wo immer die Tinte so verwischt war. Dann, worum wir uns alle gerissen haben, war dann den Stempel, Postgebühr, bar bezahlt und Drucksache drauf zu stempeln. Was ist das? Ja, das Stempeln war einfach lustig. Dieses Schnelle, weil 5000 Kuverts gestempelt, da muss man wirklich so stempeln, weg. Und das war einfach super. Und dann musste man die aber alle noch nach Postleitzahlen sortieren, zählen, bündeln und zur Post bringen. Also das war schon ein Wochenende. Schön. Ja, da sind sie eingeteilt worden, die Girls. Also da haben wir zu viert haben wir da eigentlich ein Hetz gehabt. Du kannst Autos reparieren, hast du das damals auch für die Firma von Papa braucht, oder? Jetzt glaube ich, könnte ich sie nicht mehr reparieren, aber damals, da habe ich schon gewusst, wie man einen Keilriemen wechseln muss oder eine Zündkerze oder sowas. Das war damals nötig, heute ist das ja Gott sei Dank jetzt nicht mehr, außer man wird sich einen Oldtimer kaufen, aber damals ja. Hast du so kaputte Autos gehabt, dass das nicht zum Wechseln war? Aber ich finde ja prinzipiell, so dieser Approach, da gibt es was ich nicht kann, den gibt es nicht. Warum soll ich das nicht können, jetzt, weil ich eine Frau bin oder weil was genau eigentlich? Also du bist immer neugierig, auch Dinge zu erfahren, was für deinen Beruf, den du dann ergriffen hast, eigentlich eine gute Idee war. Ja, vor allem so bei ORF3 ist auch so viel Improvisationsgabe nötig und man muss überall selber anpacken, was ja auch einen großen Reiz ausmacht natürlich. Das Betätigungsfeld hat sich sehr erweitert sozusagen, vom Journalistischen auch ins Praktische. Also man kann überall Hand anlegen, man kann vieles selber machen. Selbst ist die Frau. Ganz genau. In diesem Fall auf alle Fälle. Ja. Obwohl du natürlich auch mit einer schauspielerischen Laufbahn zumindest geliebäugelt hast. Also das Schaustellerische hat mich schon sehr fasziniert als Schülerin und als Jugendliche. Und ich habe viel Tanzen gemacht und halt alles, was irgendwie ging, was irgendwie möglich war. Es hätte sein können, ja, aber es hat mich dann doch in die andere Richtung gezogen irgendwie. Es hat sich vielleicht einfach auch so ergeben. Ich habe auch den Eindruck, dass das einfach bei dir so... Naja, dann mache ich halt jetzt das und naja. jetzt möchte ich gern das machen, aber jetzt nehme ich das auch noch mit oder so. Also weiß ich, naja, also wie ich dann zum ORF gekommen bin, da hat sich dann natürlich, das war ja auch eher... Du bist ja Sprecherin. Ganz genau. Also du bist ja quasi, das war ja die dann gesessen sind. Und das Programm immer so angesagt haben. In ihrem Sofa war das immer. Blumensträußlein, so ein kleines Tischerl auf der Nähe. Ein Bouquet daneben. Bouquet, schönes Wort. Das ist jeden Tag frisch angeliefert worden. Sehr schön. Und dann hat man gesagt... Ich begrüße Sie zum Hauptabendprogramm in FS2. FS2. Und heute Dynasty der Denver Clan oder irgend sowas. Ja, dann hat man vorgelesen, was der Hauptabend beim Programm für war. Für das hat es ein Casting gegeben, das finde ich überhaupt das Letzte. Ja, das Casting hieß Rotlicht bitte sprechen und ich weiß noch ganz genau, dass die Chris Lohner und Eva Maria Klinger und noch irgendwie, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, Jenny Pippal, genau. Legendär. Die haben so einen Spot im Fernsehen gehabt und da haben sie gesagt, in Ulm, um Ulm und rund um Ulm herum. Wenn Sie das fehlerfrei sagen können, dann bewerben Sie sich doch im Ort. Und du hast gedacht, na ja, gut. Nein, ich weiß noch ganz genau, dass ich damals ein Kleid von meiner Mutter angezogen habe, damit ich ein bisschen seriös ausschaue. Ganz genau. So, das ist ein grünes Kleid, was, glaube ich, wenn ich mich falsch erinnere. Aber bei dir ging es dann schon, dass du dachtest, dass nur das Runterlesen von Dynasty der Denver Clan ist jetzt nicht so die Zukunft. Naja, ich bin dann in maßloser Selbstüberschätzung, muss ich sagen, zur damaligen Zeit, zum damaligen Zeit im Bild-Chefredakteur gegangen, das war Horst Friedrich Mayer, und habe zu ihm gesagt, ich würde gerne bei der Zeit im Bild arbeiten. Und er hat gesagt, ja, das würden viele gerne. Ja. Aber, du bist nicht allein. Und er hat mir dann gesagt, ja, also wir suchen schon Leute, die vor der Kamera arbeiten, aber ich gebe Ihnen einen Tipp. Wenn Sie das Geschäft wirklich lernen wollen, dann gehen Sie doch ins Landesstudio
und habe dort wirklich alles gelernt, was man damals lernen konnte. Radio, Fernsehen, vor der Kamera, hinter dem Mikrofon. Alles machen, als Reporterin unterwegs sein. Ich habe so denken müssen an dieses Jahr 1989, Fall des Eisernen Vorhangs. Mhm. Das war für mich eine der Reportergeschichten, die mir am meisten im Gedächtnis sind, dort an diesem Abend zu stehen, an der Grenze bei Bratislava, als die Balken hochgingen, das war einfach großartig. Ja. Ja. Aber du bist nicht in Niederösterreich geblieben? Nein. Und hast nicht nur Interviews gemacht über die Hunde- und Katzenausstellungen? Genau. Nein, ich bin dann zum Radio gewechselt für 3 Jahre zur Innenpolitik und habe viele Tage und Nächte im Parlament verbracht, beim Ministerrat, bei Budgetverhandlungen, alles, was halt irgendwie innenpolitische Journalisten zu tun haben. Und 1994 wurde jemand gesucht, der im Sommer einspringen kann bei der ZIB2. Und da hat man damals gesagt, wir wollten einmal eine Frau ausprobieren. Sehr lieb. Schön. Und war das dann, wo der Kurier damals getitelt hat, Turnher ist so kühl wie ein Picknick aus dem Gemüsefach? Ja, genau. Ich glaube, es war Guido Tartarotti sogar, wenn ich mich nicht sehr täusche, dass er das geschrieben hat. Ja. Und am Vorabend, wie ich heimgefahren bin, das weiß ich noch ganz genau, da gab es noch die Zeitungskolporteure, die bei den Ampeln die Zeitung verkauft haben. Und da habe ich einen Kurier gekauft, da war auf der Titelseite ein Foto von mir und da stand, sie ist die erste Frau, die sich vor die Kamera der ZIB 2 wagt. Mir eine schlaflose Nacht beschert. Gottes Willen. War topfit bei der ersten Sendung. Ja, aber den Opernball hast du ja auch moderiert. Ja. Ja, und warst als 19-Jährige auch schon am Opernball? Ja. Ich kann mich noch mal sehr dunkel erinnern, dass meine Eltern waren natürlich sehr aufgeregt. Sind vom Fernseher gesessen und geschaut, wo nein, 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 die haben mich... Das Büro von Papa war irgendwo in der Innenstadt und die haben mir dann im Büro von Papa ein Bett hergerichtet, weil wir haben außerhalb von der Stadt gewohnt und ich wäre ja nicht mehr nach Hause gekommen, damit das Madl nach dem Ball irgendwo schlafen kann und nicht nächtigen kann und nicht auf Abwege gerät und so. Und, was hält dann so einfallen lassen? Ja, und das war auch ganz lustig, weil ich habe dann so ein kleines Taschel gehabt und da habe ich natürlich meine ersten Zigaretten drin geschmuggelt und dann war das natürlich ganz blöd, dass dann der Papa im letzten Moment noch sagen muss, hast du erst dabei Schlüssel und sich das Taschel aufgemacht und da waren die Zigaretten, also ja, solches. Ja, bis gleich gekriegt worden einmal wegen die Zigaretten. Genau. Möglicherweise noch ein Punkt, weiß ich nicht, wirklich sehr interessiert, im kleinen Flugzeug herumfliegen, entspannt dich, weil du hast den Pilotinnenschein. Habe ich auch eine Zeit lang gemacht, Der verfällt sehr schnell, wenn man ihn nicht pflegt. Und das ist auch gut so, weil wenn man ihn nicht pflegt, dann sollte man, das ist so wie Autofahrer, die ganz selten Auto fahren, die sind dann auch ein wenig botschert. Ja. Das ist beim Autofahren noch halbwegs akzeptabel, aber beim Flugzeug gar nicht, weil dort kann kein das Fehler wird dramatisch verziehen. Enden, ja ganz genau. Aber es ist so etwas, was ich mir denke, wenn ich mal viel Zeit habe, irgendwann würde ich das gerne wieder machen, weil das ist schon etwas sehr Kribbeliges. Ja. Gerade weil es ein bisschen gefährlich ist? Nein, nicht gefährlich. Weil die Entscheidungen halt wichtig sind, sehr wichtig, wenn man sich auf nichts anderes zu konzentrieren hat, als auf diese eine Sache. Ihr habt es geglaubt, wer keine Leiter 17, gibt es möglicherweise keine Publikumsfragen. Dem ist aber nicht so, denn wir sind mit dem Internet verbunden und es gibt für euch natürlich auch Fragen, die jetzt der liebe Herr Thomas kredenzt. Die Denkzettel! Schau, da kommt er. Ah, Wahnsinn. Und der tausende im Applaus. Die Denkzettel, bitte. Danke sehr. Ein Vorteil am Älterwerden, Herr Wittersek, wird gefragt. Erfahrung. Bei was? Erfahrung, man hat schon alle Fälle einmal gemacht. Oh ja, hoffentlich. bei welchem TV-Programm schalten Sie um? Oh. Was ist so gar nichts? Schlagerparade. Okay. Mhm. Was war die schlimmste Vorstellung Ihres Lebens? Gibt es so eine, wo man sie außer Ja, und zwar, ich habe noch jongliert einen Apfel, wo ich beim Jonglieren einen Apfel gegessen habe. Ja. Und dann habe ich den letzten Stück ich hochgeworfen, habe ihn dann mit dem Mund aufgefangen. Und der ist aber durchgerutscht und ist da stecken geblieben. Worauf ich gesagt habe, es ist nur mehr eine Nummer vor der Pause. Entschuldigen, ich gehe mal in die Pause und ich spüle das runter. Und ich spiele die Nummer dann nachher. Ja. Und bin dann in die Pause und habe da, glaube ich,
5 Liter Mineralwasser damit getrunken, damit es runtergeht. Bin dann aufgetreten und habe dann ab der Hälfte der zweiten Hälfte irrsinnig aufs Klo müssen. Natürlich, weil ich, die 5 Liter Wasser getrunken habe. Dann bin ich, das war aus, und das war in Hörschinghalle in Linz, und ich gehe runter in die Garderobe, die war einen Stock tiefer. Wer baut sowas? Bin einen Stock tiefer und gehe aufs Klo. Und oben, weil ich ja gesagt habe, die Nummer spüle noch. Haben die Leute natürlich gepasst und fahren auf deine Nummer. Mein Techniker kommt und sagt, was soll ich machen? Und ich war gefühlt eine halbe Stunde am Klo. Das hat aufgehört. Und ich sag, mach einen Umbau oben. Und ich habe aber nur gehabt einen Tisch, und der hat den Tisch hin. Und also, bist das war du schon wieder? Wir werden jetzt singen. Okay. Ein wahnsinnig spannendes Lied. Also nicht ja. Männer sind wie Marzipan, sondern also was ganz was anderes ausgesucht. Aber bitte mit Sahne. Was zum Essen. Das finde ich super. Yeah! Damen und Herren, Ingrid Turner! Ganz klar! Bitte sehr. Dankeschön. Yes!
uns natürlich, wenn es am schönsten ist. So soll es sein, ja. Was Gezuckertes. Ein süßer Herr war hier heute an unserer Seite. Damen und Herren, Andreas Wiedersehen. Eine zuckersüße Frau, Ingrid Thurnherr. Und sie schmecken wie Zucker, Damen und Herren. Wo man die alten Cremeschnitten drin hat ist oder irgend sowas. Ja. Sie haben sich schon was Süßes geholt. Recht hat's. Ja. Manchmal muss man ein bisschen sündigen. Das ist ja Nerven. Nahrung. Ja. Ich lasse sie schon alleine mampfen bis in die Früh. Nehmen Sie noch Betthupferl vom Schlafen gehen. Wir freuen uns auf alle Fälle, wenn wir Ihnen süße Stunden bereitet haben und kommen gerne das nächste Mal wieder. Mein Name ist Birgit Denk und ich sage auf Wiedersehen.